Guten Tag. Hier ist der Mahmoud, Ägyptologe, Reiseführer aus Luxor. Wir sind in Karnak. Unser Programm früh morgen um 9 Tal der Könige die Gräber, dann Hatschepsut-Tempel, Kusalstadt für Memnon, Mittagessen und Nachmittag ist der Karnak-Tempel. Wie haben Sie gefunden da alle? Sehr interessant, sehr gute Führung, sehr gutes Deutsch. Danke. Wirklich sehr gut. Also gut strukturiert, hat Spaß gemacht. Alles, was wir gesehen haben, hat sich wirklich gelohnt. War wirklich toll. Und heute, Sie haben Erfahrung dann über alles und so. Und was ist die Wörter dann schon auf Arabisch gelernt? Shukran. Shukran. Ja? Shukran ist wichtig. Was bedeutet auf Deutsch? Danke. 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 Sehr, sehr gut. Und ich höre dann nochmal zurück. Und wir sind in Karnak, die größte Tempel. Und in welcher Stadt Sie sind? Sie haben gesagt, für morgen. Aus Deutschland, welche Stadt in Deutschland? Also wir kommen aus der Nähe von Kassel. Kassel, genau. Wo liegt das? Das ist genau in der Mitte. Mitte von Deutschland. In Hessen. Zwischen Frankfurt und Hannover. Hochdeutsch ist Frankfurt. Genau. Oh. Und das ist mein erstes Mal von Deutsch studieren, vor 15 Jahren, in Oberschule. Dann ein Satz auf dem Buch sagt, Lernen Deutsch macht Spaß. Glaubt das? Ich glaubte das nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Schwierige Sprache, besonders Hochdeutsch. Ja. Ja. Vielen Dank nochmal und ich hoffe dann zurück. Danke. Tschüss. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Benjamin, das ist Toni. Wir sind aus der Nähe von Leipzig, machen gerade eine Tour mit dem Mahmoud. Sorry. Waren am Karnak-Tempel gerade. War sehr schön, interessant. Und an der Bananeninsel. Haben lecker Bananen gegessen, kleine, süße. Ja. Und freuen uns, dass wir die Tour jetzt machen. Haben gleich noch den das Tal der Könige. Mal sehen. Und Habu-Tempel, Kursalstadt-Tempel. Und dann Mittagessen noch nicht, ja? Mittagessen hatten wir noch nicht. Was haben Sie bestellt? Wir lassen uns überraschen. Hühnchen haben wir. Ja, Hühnchen. Vielleicht auf Hunger. Hunger. Ja, großer Hunger jetzt. Ja. Lange Fahrt und dann in Karnak und dann in Bananeninsel gewesen. Genau. Und wie haben Sie Karnak-Tempel gefunden, besonders so den Saal und die Farbe und so? Sehr spektakulär, also. Ja. Und? Logisch. Und Sie? Ja, sehr schön. Also sieht man nicht alle Tage. Viele Hieroglyphen, viel restauriert. Und schön, unvorstellbar. Und das ist gute Chance, wie sie kommt. Früher viele Busse kommt aus Hurghad und Marsa Alam. Dann viele komplizierte Karnak. Ja. Ja, also ein bisschen früh fahren, weil man müsste zeitig durch sein, damit die ganzen Touristenmassen nicht da sind. Und jetzt das Nachmittag ist in Tal der Könige, bevor viele Leute kommen auch. Ja. Und hier unser Fahrer Badawi. Wie geht's Badawi? Gut? Gut. Sehr gut, danke. Komm mal nach Luxor zu besuchen. Tschüss. Ciao.